2017 dominierte noch PUBG die Bildschirme der Gamer, mittlerweile hat sich Fortnite jedoch durchgesetzt und egal wo man hinsieht, an jeder Ecke Fortnite. Nun will PUBG mit einem Update den Abstand wieder gut machen und wieder Anschluss an den Erfolg des Battle Royale-Genres finden. Mehr dazu nach dem Intro, los geht's! Das Jahr 2018 fing gerade erst an und der Hype um PlayerUnknown's Battlegrounds ebbte komplett ab. Bluehole gibt allerdings nicht kampflos auf, sondern verändert nun vorhandene Spielelemente. Das Jahr 2018 fing gerade erst an und der Hype um PlayerUnknown's Battlegrounds ebbte komplett ab. Bluehole gibt allerdings nicht kampflos auf, sondern verändert nun vorhandene Spielelemente und bringt mit dem Eventmodus und einer dritten und deutlich kleineren Karte viel frischen Wind in den Online-Shooter. Der Eventmodus war die erste kleine Überraschung für PUBG-Spieler. In regelmäßigen Abständen integriert der Entwickler seit Ende März kleine Spezialvarianten des klassischen Battle Royale-Modus. Zum Start war es möglich, in 8er- statt 4er-Teams zu kämpfen. Wenig später folgte der Leuchtpistolen-Modus. Spieler konnten hier spezielle Signalpistolen finden und so Unterstützungslieferungen aus der Luft anfordern. Vom 5. bis 8. April lief die dritte Variante unter der Bezeichnung Tequila Sunrise. Spieler konnten dabei lediglich auf Nahkampfwaffen und Schrotflinten zugreifen. Entsprechend heiß ging es zu. Hand aufs Herz, wirklich neu klingt das allerdings nicht. Diese Herangehensweise mit individuellen Spielmodis kennen wir bereits von Fortnite. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao!